Alter, was geht ab, Leute? Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Und der Titel des Videos offensichtlich vergeht auch warum. Oh mein Gott, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin erstmal auf dem Weg etwas suchen. Ich zeige euch gleich mal was und dann können wir ein bisschen quatschen noch. Ja, das Wetter ist so komisch, es ist warm und gleichzeitig kalt. So, schauen wir mal. O2 Tower. Alter. Ich weiß noch damals, wann war das? 2017? Ne, 2018. Mit den ganzen Triggerversuchen und O2 Tower eigentlich jedes Mal ausgelöst und ich bin extra hier rausgefahren, um hier zu triggern. Weil so viele Leute da arbeiten. Aber naja, es müsste hier. Oh, ich sehe es auch schon. Ich sehe schon, Leute. Ich wollte nur was abchecken. Jetzt habe ich ein Projekt geplant. Nennt man das nicht Projekt, doch auch Projekt, ein Geschäft, eine Geschäftsidee, was weiß ich, mehr dazu in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren, wer weiß, wie lange das dauern wird. Ah ja, da ist es. Aber, falls ihr es hier schon erkennen könnt, schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Und jetzt, ich meine das Tier nicht, oder die Figur und jetzt nicht ein Stand oder sowas. Das ist nicht keine Fangfrage. Und dann setzen wir uns, glaube ich, dahin und quatschen ein bisschen. Ah ja, perfekt. Schön, dass es noch da ist. Wir sehen uns, wir schauen uns das mal genau an. Zweiter Versuch. Ich habe euch hier schon mal gerade alles erzählt, aber es ist so wie, am besten wäre halt, ich wollte mich mit Tati jetzt spontan treffen, aber er kann leider nicht. Wenn ich eine Person hätte, mit der ich selber noch reden kann und die Fragen stellt und das Ganze in meinem Kopf zusammenrückt, weil so ist jetzt echt einfach wir. Ich habe nichts vorbereitet, es ist spontan. Ich gehe jetzt einfach hier auf und ab und erzähle euch ein paar Sachen. Das Problem ist halt, wie gesagt, ist alles so aus dem Zusammenhang und ungeplant. Ja, ich habe mich gestern dazu entschlossen, aufzuhören. Aufzuhören ist ja immer ein schwieriges Wort. Für viele ist es immer was anderes. Für manche ist es komplett deinstallieren. Ich habe ja schon länger weniger aktiv gespielt, weniger motiviert. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich wirklich komplett fast runterschraube und fast gar nichts mehr mache. Und dazu habe ich mich gestern entschlossen, offiziell. Und komischerweise gestern sind irgendwie 7 oder 8 Glücksfreunde reingekommen. Leute, die schon seit Monaten nicht mehr aufgemacht haben, haben auf einmal genau gestern aufgemacht. Als hätten die es gespürt, als hätte Niantic es gespürt, dass ich drüber nachdenke. Was für ein Zufall, aber die können mich trotzdem nicht davon umstimmen. Was heißt das genau? Ja, ich weiß auch nicht genau, was aufhören genau für mich bedeutet. Weil ich werde es wahrscheinlich, ich werde es nicht deinstallieren, aber ich werde zum Beispiel nicht mehr aktiv nach Glückstauschen organisieren, da irgendwelche Treffen machen. Das heißt, alle Freunde, die ich noch habe und die mit mir tauschen wollen, kein Problem. Aber ich werde mich nicht melden. Aber wenn ihr irgendwas haben wollt, könnt ihr gerne haben. Besser als, dass es bei mir irgendwo im Beutel vergammelt. Wechsel mal kurz den Arm. Ich werde nicht mehr aktiv raiden. Ich werde auch nicht mehr aufladen, die Münzen, die ich noch da habe. Ich werde keine Arena machen. Da hat mir noch irgendwie 112, 113 Goldarien gefehlt. Aber da hatte ich auch schon länger das Gefühl, hatte ich immer den Gedanken, Alter, das ist doch komplette Zeitverschwendung. So viel Zeit, die ich dafür aufopfere, aufwende. Für nichts eigentlich. Und dieses Gefühl hatte ich halt schon länger, öfter, immer wieder mal. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt gekommen. Ich werde noch Geschenke aufmachen, so viele wie es halt geht, 20 oder 30, je nachdem, wie das Event läuft. Geschenke verschicken kann ich auch noch hier und da welche. Ich weiß nicht, ob ich immer noch das Tageslimit erreiche, aber momentan kriege ich auch 3 Stops von zu Hause. Also da werden wir mal sehen. Je nachdem, wie oft ich ins Spiel schauen werde. Aber mich reizt das Spiel halt einfach nicht mehr. Ich habe alles geschafft, alles gemacht. Es ist immer wieder dasselbe und es kommt halt nichts, was mich wirklich reizt und motiviert. Und das ist
schon seit einem halben Jahr. Auf einmal 2019 Winter ist es auf einmal die Tiefphase gekommen und aus dem Loch bin ich nie wieder rausgekommen. Dachte, es hat sich eigentlich geregelt. Hab runtergeschraubt und war eigentlich ganz okay so, aber jetzt schraube ich noch mal eine Stufe runter. Und ich finde es gar nicht mal schade, ich finde es sogar irgendwie befreiend. Ich habe jetzt auch die ganzen Gruppen verlassen, irgendwelche Raid- und Chatgruppen, weil ja, da werde ich eh nicht mehr reden. Also ich schaue nicht mehr ständig aufs Handy, ich schaue nicht mehr ständig auf die Map bezüglich Arenen oder Hunderter oder Spawns oder Quests. Ich weiß nicht, ob jemand das verstehen kann, aber ich fühle mich erleichtert. Wirklich erleichtert. Ist schon länger nicht mehr so, dass das erste, was ich mache, das Spiel anmache, wenn ich aufstehe. Weil es gab Zeiten, da war es so. Es hat sich halt immer mehr so entwickelt. Es kam dann irgendwann eine Zeit, wo ich zur U-Bahn gegangen bin und während auf dem Weg dahin nicht die Spawns abgegriffen habe. Ich habe ja einen Homestop zu Hause. Alter, ich habe den schon seit Jahren nicht mehr gedreht. Also nicht mehr wirklich aktiv genutzt. Ich weiß noch, wo er neu war, da habe ich wirklich hier jede 5 Minuten drauf geschaut und gedreht. Jetzt mache ich das halt fast nie. Und es ist halt gut, dass ich mich langsam von dem Spiel löse. Das klingt komisch. Das hat mich jetzt 4 Jahre begleitet, das Spiel, und ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit, vor allem letztes Jahr. Checkt gerne das letzte Video vom letzten Jahr ab, 2019, nochmal die Zusammenfassung der Highlights. Puh, 2019 war Hammer, das kann man nicht toppen. Aber all good things must come to an end. Heißt jetzt nicht, dass der Kanal irgendwie... Ich meine, klar, viele folgen mir nur wegen Pokémon Go. Und wenn ich jetzt irgendwas anderes bringe, das wird die nicht interessieren, was kein Problem ist. Aber es gibt auch viele, die mir folgen, hoffentlich, inshallah, die meine Persönlichkeit und so feiern. Was für Videos kommen werden, weiß ich so nicht ganz genau. Ich meine, viele, Alter, unglaublich viele, schreiben mir immer, yo Hong, start mal einen Anime-Kanal, start mal einen Reaction-Kanal, mach mal wieder ein paar Essensbewertungen und so. Alter, so viele Essensbewertungen. So viele Leute schreiben mir immer, yo, geh mal wieder Döners abchecken und sowas. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist da Interesse dabei. Ich wurde gerade abgelenkt, da ist eine Katze. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Ja, vielleicht mache ich das. Ich meine, ihr feiert mich ja immer wegen meiner Realness und so. Und ich habe viele Freunde, die sind genauso real wie ich. Und zusammen haben wir damals den Yu-Gi-Oh!-Kanal durch die Decke geschossen, kann ich nicht sagen, weil Yu-Gi-Oh! War immer klein. Aber wir haben an Popularität gewonnen, wegen unserer Persönlichkeit und unserer Harmonie. Ja, da sind Menschen, ich muss mal kurz unterbrechen. Wo war ich denn geblieben? Bei meinen Freunden, oder? Und der Gruppe. Ich meine, es ist eine verrückte Truppe und die Harmonie ist Harmonie, Stimmung. Chemie zwischen uns ist sehr verrückt und oft denke ich mir, wenn wir zusammen chillen halt, wie geil wäre es, wenn wir das jetzt aufgenommen hätten. Und deswegen, vielleicht mache ich, starte ich einen Channel in die Richtung mit denen, so ein Reaction-Channel, Talk-Channel. Naja, das hatte ich eigentlich schon Ewigkeiten vor. Deswegen auch dieses abrupte Ende vom Kanal. Also ich hoffe nicht, dass der Kanal jetzt komplett endet, nur weil ich kein Pokémon Go mehr bringe. Aber es ist halt so, dass irgendwann ist man halt in diesem Alltag gefangen, auch jetzt Pokémon Go technisch, auch wenn ich jetzt nicht mehr so motiviert war und nicht mehr Feuer und Flamme war. Ich habe es halt immer noch gezockt, weil es mein Alltag war, weil es Gewohnheit war, weil es halt der alltägliche Trott war. Fast schon Zwang, und das gilt auch für den Kanal. Ich meine, ich habe immer noch stabil meine 2, 3, 4, 5.000, 6.000 Klicks gemacht. Eins der letzten Videos hatte sogar, glaube ich, fast 7.000 Klicks, also eigentlich immer so wie immer. Und das Problem ist halt, so wie immer, so wie die letzten paar Jahre schon, hat sich seit Jahren nichts geändert und irgendwann will man halt weiterkommen im Leben. Klar, diese Klicks und der Kanal und das alles ist sicher, so wie ein Job. Wenn man seinen normalen Job hat, bei dem ist man vielleicht nicht immer zufrieden, aber man hat halt was Sicheres, man geht halt in der Früh hin und das war's. Aber manchmal sehnt man sich auch nach mehr. Aber manchmal braucht man diesen Tritt in den Arsch, und diesen Tritt in den Arsch
Das geht halt nur, wenn man kündigt. Ihr kennt ja diese Midlife-Crisis-Filme, wo der Typ auf einmal einfach kündigt und irgendwas Verrücktes macht, Künstler wird oder so ein Schmarrn. Und ich hatte schon lange vor, irgendwie einen Zweitkanal zu starten, einen anderen Kanal zu starten, andere Sachen zu machen, aber solange ich immer noch safe Pokémon Go gemacht habe und immer noch safe meine Klicks gemacht habe, habe ich es halt nicht gemacht. Deswegen muss da halt auch abrupt ein Ende kommen. Ansonsten hätte ich es immer noch weiter durchziehen können und auch immer noch hier und da mal ein paar Videos machen können. Ich habe immer noch voll viele Ideen gehabt. Zum Beispiel habe ich jetzt Kollegen Noah vor kurzem gefragt von meinem MMO, ob er Bock hat auf ein Interview. Da hätte ich eine neue Interviewreihe gestartet mit ihm, mit diesen Leuten von Telegram, DPH Go News, heißen die so? Die andere Seite da hätte ich auch noch gefragt. Boah, wie heißen die? Go News oder sowas? Go Games? Irgendwie sowas. Couple of Gaming hätte ich wahrscheinlich auch gefragt. Also da hätte ich noch ein paar Ideen gehabt. So viel habt ihr noch gar nicht gesehen. Ich habe letztens 100 Alola Knogger 100er bekommen, endlich. Beide Flunschicks, Flunschflicks, wie auch immer die heißen, diese Plattfische, Gala und Normal, habe ich in 100 bekommen. Gala natürlich durch die Map und den anderen gebrütet sogar. Also so viel habt ihr gar nicht gesehen. Da hätte ich noch ein Update rausgehauen, aber das ist schon wieder Stopp. Das wird jetzt wahrscheinlich von vielen falsch verstanden, aber irgendwann denkt man sich halt, das lohnt sich nicht mehr. Jetzt kommen viele wahrscheinlich, wow, Geld, Geld, Klick, bla bla, immer nur auf die Klicks. Nee, das ist es nicht unbedingt. Aber irgendwann denkst du dir halt, da geht mehr. Sagen wir, boah, wahrscheinlich könnte ich jetzt irgendeinen geilen Anime-Vergleich bringen. Aber die wollen ja auch immer stärker werden, bla bla. Klar, man kann zufrieden sein mit dem, was man hat, aber irgendwie ist es halt nicht wirklich viel. Ich habe jetzt, mache das jetzt 4 Jahre. Wenn man das mit Yu-Gi-Oh! noch zählt, länger, aber Yu-Gi-Oh! Zähle ich nicht mit, weil das war echt nur Rumgespiele. Und da hat sich nicht viel getan. Klar, der CPM ist viel stärker geworden. Ich mache jetzt natürlich um Weiten mehr, als ich damals gemacht habe, wo ich damals dieselben Klicks gehabt hatte. Immer 4, 5, 6, 7, 8.000, manchmal auch 5-stellig, 10.000. Das waren gute Zeiten. das war ein guter Sommer. Puh, da habe ich echt... auf jeden Fall, ja, weiß nicht, man will halt mehr. Das hat jetzt nichts mit Klicks oder Geld zu tun. Das heißt jetzt nicht, boah, ich will unbedingt mehr Geld oder ich will unbedingt mehr Klicks, aber irgendwann ist man so in diesem Alltag, in diesem Dauerstatus, den man halt irgendwie, aus dem man halt heraus will, besser werden will, besser, stärker, schneller, was auch will, immer. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, man nicht verschwendet. Verschwenden ist immer das falsche Wort. Vergeudet auch den ganzen Tag zum Zocken für ein Video und dann hat das Video halt 2, 3, 4.000, 5.000 Klicks. Und ja, wie gesagt, darüber denke ich ja schon länger nach. Wer die letzten Videos gesehen hat, so meine Selbstfindungsvideos, man muss halt auch an die Zukunft denken und ich kann halt nicht, sagen wir mal in 2 Jahren, in 2 Jahren habe ich wahrscheinlich immer noch 3 bis 4, 5.000 Klicks pro Video. Ich kann halt nicht in 2 Jahren immer noch nur diese Anzahl an Klicks haben und immer noch nur Pokémon Go zocken, wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwann muss halt weitergehen im Leben. Deswegen dieser radikale Schritt. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel Wirrwarr gelabert und ich kann das halbwegs zu einem ordentlichen Video machen. Was heißt das für euch? Ihr könnt mich entweder deabonnieren, wenn ihr nur für Pogo da seid. Erstmal Grüße gehen raus an alle, die mich all die Zeit begleitet haben, die ich motivieren konnte, die immer ein nettes Wort für mich hatten. Kontroverse Videos, kontroverse Charakter bin ich. Ich bin nicht dieser geschmeidige Typ, sondern sehr eckig und bin sehr oft angeeckt, aber viele haben es auch so gefeiert und das freut mich. Ich hatte meinen Spaß, es war eine geile Zeit. Werde ich niemals vergessen, vor allem letztes Jahr. Ich konnte viele motivieren und das freut mich auch immer noch. Und deswegen hat es mir so schwer gefallen jetzt. Deswegen habe ich es auch so lange in die Länge gezogen, anstatt einfach direkt aufzuhören und was Neues zu starten oder mich weiterzuentwickeln. Habe ich halt aus Bequemlichkeit immer weitergemacht.
Grüße gehen raus an alle. Das hat mich gefreut. Die Leute, die mich weiter verfolgen wollen, können mich gerne weiter anschauen, weiter abonnieren. Es werden noch weiter Videos kommen, mehr mit den Jungs. Wir werden jetzt hier und da ein paar Sachen ausprobieren, aber ich habe schon ungefähr eine Idee, was wir machen werden. Also falls ihr mich und meinen Charakter feiert und die Charakter meiner Freunde, der Gruppe, seid gespannt. Werde ich noch Pogo spielen, hier und da ein bisschen was, wird da irgendwas kommen. Vielleicht vlogmäßig mal werde ich was erwähnen, aber nichts Großartiges. Privat habe ich ein Projekt geplant, deswegen habe ich auch das Dönertier da abgecheckt. Dönertier war übrigens die Antwort. Deswegen möchte ich auch mehr Zeit darin investieren. Und wenn ich jeden Tag halbherzig irgendwie die Videos noch mache, die natürlich auch Zeit kosten, würde ich lieber die Zeit darin investieren. Und ich glaube, ich kann da nicht durch. Radikaler Schritt aus dem Nichts, aber das muss, glaube ich, sein. Ich brauche das. Also so kann es nicht weitergehen. So könnte es weitergehen, aber ich würde mir selber keinen Gefallen tun und euch auch nicht. Bleibt gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt schon beende, weil ich check noch eine andere Location ab für mein Projekt. Also schauen wir mal. So Leute, zu Hause angekommen. Ich habe das jetzt geschnitten und mir angeschaut. Und eigentlich passt das so, was ich gesagt habe. Ich weiß nur nicht, ob man den Punkt, den ich rüberbringen will, so versteht. Weil das Problem habe ich oft, dass ich nicht das wirklich übertrage oder verständlich übertrage an euch. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich mehr Klicks oder mehr Geld haben will. Es geht darum, das volle Potenzial zu entfalten. Und das werde ich nicht mit Pogo-Videos machen können. Und der erste Schritt, dass ich den nächsten Schritt machen werde in die große, weite Welt, ist eben auf das Sichere, auf das Alltägliche zu verzichten. Und das sind eben die Pogo-Videos, die konstant halt ihre paar Klicks machen. Und da dann versuche mich zu entfalten. Wie gesagt, das ist wie so ein Job, wie diese Leute, die ihren Alltagsjob machen, aber irgendwie in ihrem Kopf immer ihr eigenes Geschäft haben, es aber nie machen, weil sie halt ihre Sicherheit haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so verständlich ausdrücke, ob ihr mitfühlt, was ich fühle, aber euch viel Spaß mit Pogo. Ist ein gutes Spiel. Ich werde es weiter spielen. Ich werde es auch noch weiter spielen, aber extrem, extrem, extrem wenig und halt videotechnisch kaum was dazu machen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch unten in den Kommentaren eure Fragen stellen. Die werde ich im nächsten Video vielleicht noch beantworten. Nicht vielleicht, die werde ich noch beantworten. All das, was noch unklar ist, irgendwelche Fragen, Sachen, die ich jetzt, wo ich mit Pogo dann so gut wie gar nichts mehr zu tun habe, auch beantworten kann. Nicht, dass ich es davor nicht auch beantwortet hätte, aber ihr wisst schon, so viele fragen mich immer, Hong, du, Niantic, was ist da los? Sowas kann ich zum Beispiel jetzt, konnte ich auch davor, aber ich habe nie ein Video dazu gemacht, weil man weiß ja nie. Aber jetzt juckt es mich gar nicht mehr, also sowas kann ich zum Beispiel beantworten und ansonsten war es das. Wie gesagt, bleibt dran, falls ihr euch noch für mich interessiert. Falls nicht, dann viel Spaß mit Pogo. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Go is serious business.